حبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Das ist unsere achte Sitzung im Fach Tafsir. Wir werden so machen, dass bevor wir die Ayat von Surat al-Baqarah behandeln, dass wir ein Thema von Usul al-Tafsir behandeln. Weil es gibt al-Tafsir und es gibt die Grundlagen von al-Tafsir. Und du findest, dass jedes Fach hat eine Grundlage. Al-Fiqh hat Usul al-Fiqh, die Grundlage von al-Fiqh. Du kannst al-Fiqh nicht verstehen, außer mit Grundlage von al-Fiqh. Du findest al-Hadith, die Bedeutung von al-Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, und du findest die Grundlagen von al-Hadith. Was ist sahih, was ist da'if, was ist, also diese Themen. Und es gibt al-Tafsir und es gibt Usul al-Tafsir, die Grundlagen von al-Tafsir. Manchmal werden wir über das Thema Usul al-Tafsir. Zum Beispiel heute, wir reden über die Arten von al-Tafsir, wie Al-Quran gedeutet wird. Es gibt verschiedene Methodiken, verschiedene Arten. Al-Quran wird durch Al-Quran erklärt. Deshalb, wo es gibt Tafsir, die haben das Thema behandelt, die haben den Koran durch den Koran erklärt, wie das Buch von Imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahmatullah alayh, das Buch Adwa al-Bayan. Er hat den Koran mit dem Koran erklärt. Und der Koran wird durch die Sunna von Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt. Deshalb, die Gelehrten haben ein Thema behandelt, und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die gesamte Koran für As-Sahaba erklärt. Viele Gelehrten, die haben sofort mit Ja geantwortet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die gesamte Koran erklärt. Und diese Art von Erklärung von der Sunna, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, entweder hat er direkt ein Ayah erklärt, wie zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Diejenigen, die geglaubt haben, und sie haben ihren Iman nicht mit Unrecht gemischt haben. Also Sahaba haben Unrecht hier definiert mit aller Art von Unrecht. Er tut sich selbst Unrecht oder seine Familie oder irgendjemand, ohne zu wissen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Dhulm hier, Unrecht, mit der Schirk erklärt. Und deshalb, er hat die Aussage von Luqman zu seinem Sohn, Ya Bunayi, la tushrik billahi, inna shirka la dhulmun azim. Wahrlich, al-Shirk ist ein Dhulmun azim, ein gewaltiger Dhulm, Unrecht.
Das ist ein A, direkt. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er erklärt direkt eine Ayah. Verschiedene Ayah hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, erklärt. Zweite Art der Erklärung, das ist seine Sunna, das ist seine Aussagen, seine Taten, seine Bestätigungen, sie erklären den Koran. Und du weißt, dass es Sunna, sie detailliert den Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, aqimus salah. Also aqimus salah, das ist umfassend. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gezeigt, wie wir beten, wie wir Al-Hajj durchführen und wie wir Al-Umrah durchführen. Also die Sunna von Prophet Sallallahu erklärt den Koran, aber praktisch. Das sind zwei Arten von der Tafsir von Prophet Sallallahu. Dritte Art von der Tafsir, das ist der Tafsir von Sahabi. Und Sahabi, also Sahabi, die haben sich mit dem Koran beschäftigt. Und Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud, die haben gesagt, wir haben von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam 10 Ayat genommen, also gelernt. Die haben gehört von Prophet sallallahu alaihi wasallam 10 Ayat und sie haben sie richtig behandelt und ihre Bedeutungen gewusst und sie gelernt und sie praktiziert. Also es bedeutet, dass sie diese 10 Ayat tief verstanden haben. Und von den großen Deuter von Al-Quran ist der Cousin von Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas. Ibn Mas'ud auch ist ein Deuter von Al-Quran. Und die vier Khulafa, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, die sind die großen Gelehrten von Sahaba. Mu'adh ibn Jabal auch, also viele Sahaba, die haben den Tafsir von Prophet Islam genommen. Und deshalb, du siehst, dass Ibn Kathir zum Beispiel und Imam Tabari, Ibn Jarir al-Tabari, die beiden Bücher, sie stützen sich auf die Aussagen von Sahabi. Das ist sehr bekannt. Dritte, vierte Art von Erklärung von dem Koran, das ist die Erklärung von Tabi'i. Tabi'i, das ist derjenige, der Sahabi gesehen hat und von Sahabi gelernt hat. Tabi'un, die haben Tafsir von Sahabi gelernt, wie zum Beispiel Mujahid ibn Jabr, also gestorben 104 nach Al-Hijra. Diesen Namen findet ihr, wenn du Tafsir ibn Kathir liest. Ibn Kathir erwähnt Mujahid viel, oft. Mujahid sagt, ich habe den Koran, den gesamten Koran, vor Ibn Abbas rezitiert. Ich fragte ihn über jede Ayah. Also zweimal. Er hat das zweimal gemacht. Das bedeutet, er hat den Tafsir von Ibn Abbas gelernt. Deshalb, du siehst, dass die Art von dem Tafsir, dass verschiedene Mufassirun, die haben den Tafsir von den Tabi'i genommen. Also die erste Art, Koran durch den Koran erklären. Koran durch das Sunna, Koran durch das Sahabi, Koran durch das Tabi erklärt wird. Das sind die Arten, die vier Arten. Also es gibt andere Gelehrten, die haben Bücher geschrieben und sie haben ihr Wissen gezeigt in Bezug auf ein Fach, was sie richtig können. Also du findest, dass manche Gelehrten, sie haben die Geheimnisse von Grammatik von dem Koran gezeigt. Es gibt verschiedene Bücher, die sie hat Al-Quran erklärt auf eine Art, dass sie Nahu, Grammatik, erklärt haben. Wie zum Beispiel das Buch Al-Bahr al-Muhit von einem Andalusier, Abu Hayyan, Ibn Hayyan, er hat das Buch erklärt auf Basis von Grammatik. Es gibt manche, sie haben die schöne Rhetorik von Al-Quran gezeigt, wie das Buch Al-Kashaf von Al-Zamakhshari, obwohl er Mu'tazili ist. Du findest, dass in unserer Zeit, es gibt ein Buch, heißt Tahrir und Tanwir von einem Tunesier, Tahar ibn Ashur heißt er. Er hat auch er hat die schöne Rhetorik von Al-Quran gezeigt. Das sind die Arten von dem Tafsir. Es gibt andere Tafsir, die haben Al-Fiqh gezeigt. Wie Tafsir al-Qurtubi zum Beispiel. Qurtubi, die hat Tafsir gestützt auf Al-Fiqh. Also das sind die Arten von Tafsir. Heute reden wir weiter über die Ayah 13 von Surat al-Baqarah.
Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Und wenn man zu ihnen sagt, glaubt, wie die Menschen glauben, so sagen sie, sollen wir glauben, wie die Toren glauben. Dabei sind doch eben sie die Toren. Aber sie wissen nicht. Dieselbe Formulierung wie die Ayah vorher. Und wenn man zu ihnen sagt, das ist eine Passivform. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht, wer das zu ihnen sagt. Deshalb, die Gelehrten sagen, das sind Leute von Al-Ansar, die diese Munafiqin kennen. Und sie sagen zu ihnen, glaubt, aminu, also führt al-Iman. Deshalb, Ibn Abbas sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, also dieser Sahabi, der zu ihnen gesagt, glaubt, er sagt zu ihnen, glaubt an Allah, an Al-Malaika, an die Bücher, an die Propheten, glaubt an den Tag der Auferstehung, glaubt an Paradies, an Höhle, glaubt an die gesamte verborgene Al-Ghaib. Wie die Menschen glauben, also die Menschen hier, die Menschen sind das Sahaba. Es gibt eine Art von Araber, wie sie reden. Also die Menschen, nicht alle Menschen. Nas hier, wenn jemand jetzt Arabisch erklärt, Nas, das ist alle Menschen. Das ist allgemein ausgesprochen, aber wurde gemeint was Spezial. Das ist eine Art im Arabisch. Kann man jetzt ein Wort, was allgemein ist, und meint was Spezial. Also hier sind nicht alle Menschen wie alle Menschen, weil die Menschen sind nicht alle gläubig. Hier sind gemeint das Sahaba. Glaubt, wie das Sahaba glauben. So sagen sie, sollen wir glauben, wie die Toren glauben, wie Sufaha. Sufaha ist ein Plural von Safi. Safi, das ist jemand, er hat eine Schwäche in Bezug auf Vernunft. Safi. Jemand bedeutet, sein Vernunft ist nicht vollkommen. Also ich gebe ein Beispiel. Du gibst jetzt ein Kind, 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, du gibst ihm 100 Euro, du sagst ihm, geh was kaufen. Du kannst sowas nicht machen, weil dieses Kind, er kann nicht mit 100 Euro umgehen. Das bedeutet, sein Vernunft ist nicht vollkommen. Safi, das ist jemand, er kann nicht die Ware schätzen, kann nicht die Angelegenheit schätzen. Das bedeutet, dass As-Sahaba, alle sie Al-Iman angenommen haben, sie haben Al-Iman angenommen, aber sie haben kein Wissen über Al-Iman. So sollen wir glauben, wie die Toren glauben, dabei sind doch eben sie die Toren, aber sie wissen nicht. Weil in der nächsten Ayah, Allah redet über zwei Sachen, über Dalala, über Irre und über die Rechtleitung. Also in der nächsten Ayah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Ayah 3,16, das sind diejenigen, die das Irregehen um die Rechtleitung erkauft haben. Das sind zwei Sachen. Es gibt zwei Stoff. Es gibt Al-Batil und es gibt Al-Huda. Also Al-Sahabi hat... Er hat Al-Huda, er hat die Irre ausgegeben und er hat die Rechtleitung bekommen. Er hat die Dunya ausgegeben, er hat viele Sachen ausgegeben, um die Rechtleitung zu haben. Das bedeutet, er hat ein Vernunft, ist vernünftig, weil er weiß, dass dieser Stoff, diese Irre, das hilft nicht in Al-Akhira. Und Al-Akhira ist der Bereich der Ewigkeit. Also wir reden jetzt über rational, über Verstand. Warum Allah subhanahu wa ta'ala redet, warum sie haben gesagt, Sufaha, Toren. Das bedeutet, dass diese Leute, die schätzen nicht die Angelegenheit. Die können nicht beurteilen, was gut, was nicht. Al-Sahabi, der hat Al-Akhira gekauft. Mit der Irre. Also mit Irre. Er war in der Jahiliyyah, in der Irre, aber er hat es ausgegeben.
Er hat seine persönliche Neigung ausgegeben. Er hat diese Dunja ausgegeben. Er hat viele Sachen ausgegeben. Und er hat die Rechtsleitung genommen. Aber die anderen, was haben die gemacht? Das sind diejenigen, die das irre Gehen um die Rechtsleitung erkauft haben. Die haben die Rechtsleitung gegeben, die haben die Rechtsleitung gegeben und dafür haben sie Al-Batil bekommen. Deshalb Allah sagt zu ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihnen, Allah sagt zu ihnen, dabei sind doch eben sie die Toren, aber sie wissen nicht. ولكن die wissen nicht, weil sie Toren sind. Sie wissen nicht den Wert von Al-Iman. Die wissen nicht den Genuss von Al-Iman. Die wissen nicht die Tiefe von Al-Iman. Die wissen nicht die Breite von Al-Iman. Weil Al-Iman, er macht den Brust breit. Al-Iman, er öffnet für Al-Mu'min eine große Welt. Al-Iman ist in der Dunya und Al-Akhira. Also wenn du redest über Al-Iman, du redest über einen großen Raum ohne Ende. Du redest, glaube an Allah, subhanahu wa ta'ala. Glaube an Allah, seinen schönsten Namen. Glaube an seine Herrschaft, an seine Rububi, an sein Recht, angebetet zu werden. Glaube an seine Schönheit, an sein Hikma, glaube an sein Wissen, an seine Existenz, glaube an seine Macht, glaube an seine Taten, glaube an alles, was er gibt, an seine, dass er großzügig, Karim. Also das ist ein großer Bereich. Glaube an die Engel, glaube an die Bücher, glaube an die Propheten, glaube an Tag der Auferstehung, glaube an Al-Qadr. Das ist ein großer Raum, ist das. Al-Mu'min schätzt das und kennt den Wert. Deshalb Al-Mu'min ist vernünftig. Und wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, also als Sahaba, sagen sie, wir glauben. Wir glauben. Also die Gelehrten sagen, sie haben hier ein Verb, was amanna. Amanna ist Vergangenheit, Madi, Fi'l Madi, amanna. Es gibt einen Unterschied zwischen Fi'l al-Madi in Vergangenheit und Fi'l in Präsens al-Mudari. Also amanna, also es hat eine Grenze, aber wenn du siehst, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Al-Quran über Al-Iman redet, wie im Surat Al-Baqarah am Anfang, yu'minuna, also Präsens. Präsens bedeutet Erneuerung, dass diese Bewegung ist immer aktiv, lebendig. Die haben nicht gesagt, dass in Präsens, die haben es in Vergangenheit. Wir glauben, wenn sie doch mit ihren Teufeln, aber hier steht Shayatinihim, Ibn Abbas und die anderen Sahaba und Tabi'in sagen, ihr Führer in Al-Kufr. Ja? Und die Bedeutung von Shaitan im Arabischen, das ist jemand, der die Grenzen überschritten hat. Deshalb, Umar, die brachten ihm ein Esel, was er macht viele Bewegungen und sie haben. Umar sagte, habt ihr mir ein Esel gebracht, ein Schaitan gebracht? Deshalb Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, dass der schwarze Hund ist ein Schaitan. Oder jeder, der überschreitet seine Grenzen, ist ein Schaitan. Das ist sprachlich. Aber hier, sie meinen, er Führer in Al-Kufr. Dass diejenigen, die haben die Grenzen überschritten in Al-Batil. So sagen sie, wir stehen zu euch. Wir machen uns ja nur lustig. Wa idha khalu ila shayatin, qalu inna ma'akum. Schau mal hier. Alle Sprachen sind arm. Also, Tafsir, es muss das von Arabisch ausgehen. Inna ma'akum. Also bedeutet inna ma'akum. Es gibt hier eine Präposition der Verstärkung. Inna, das Pronomen von uns. Inna ma'akum. Das ist ein Nominalsatz. Und einen Nominalsatz weist auf Festigkeit hin.
Es bedeutet, wir sind fest mit euch in eurem Koffer. Wir sind fest. Die haben diese Formulierung nicht gesagt, als sie den Mu'minin getroffen haben. Aber die haben zu ihren Shayatin inna ma'akum. Die haben es verstärkt, dass wir sind fest mit euch. Inna ma nahnu mustahzi'un. Wir machen uns ja nur lustig. Innama, ich habe gesagt letztes Mal, innama weist auf Ausschließlichkeit. Also es bedeutet, wir haben keine andere Absicht, außer lustig zu sein. Also mit der Sahaba. Wenn wir als Sahaba treffen, wir reden über Iman nur aus Lust. Wir machen nur uns lustig. Es gibt keine Ernsthaftigkeit. Was kommt da? Allahu yastahzi'u bihim. Allah ist es, der sich über sie lustig macht, für ihre Taten. Und er lässt sie in ihrer Auflehnung umher irren. Das ist, es gibt eine Regel in Bezug auf den Iman, dass derjenige, der macht den Iman, Allah gibt ihm mehr. Deshalb, der Mensch, Al-Mu'min, wenn er still bleibt, in seiner Stelle bleibt, er bekommt nicht viel. Immer man soll sich bewegen in dem Stoff und Bereich von Al-Iman. Wenn du dich bewegst in Al-Iman, Allah gibt dir mehr. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى. Also wenn du die Rechtleitung übst, Allah gibt dir noch mehr Rechtleitung. Wenn du in Al-Dalal bist und du bewegst dich in der Irre, Allah gibt dir mehr. Das ist eine Regel. Deshalb, ich erkläre das. Es gibt drei Etappen. Die Existenz, die Vorbereitung und Erfolg. Die Existenz, Allah lässt existieren. Allah gibt die Existenz. Allah erschafft die Menschen. Wir reden über die Menschen. Und Allah bereitet sie vor für die Rechtleitung. Es gibt Augen, es gibt Ohren, es gibt Herz, es gibt Verstand. Der Mensch ist bereit für die Rechtleitung, ist sehr bereit, weil er sieht die Ayat mit seinen Augen, er hört die Ayat mit seinen Ohren, er spürt mit seinem Herz und er denkt mit seinem Verstand, ist bereit. Die Vorbereitung, jeder Mensch ist bereit. Und liest Koran, du findest Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt das. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانَ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَ. Viele Ayat redet über die Vorbereitung. Aber im Bereich des Erfolgs, dort gibt es eine Sache. Deshalb die Frage kommt hier, warum Allah subhanahu wa ta'ala im Bereich von Erfolg hat manchen gegeben, manchen nicht. Die Antwort ist, weil manche haben sich bewegt im Bereich von Al-Iman. Allah hat ihnen mehr gegeben, Iman gegeben. Und die anderen haben sich bewegt im Bereich die Irre. Und Allah ließ sie für ihre Seele und den Shaitan. So ist das. Deshalb, viele sagen, wie verstecke ich mein Iman? Wie mache ich das? Und sie wollen sich nicht bewegen. Die denken, es gibt man nimmt eine Tablette und sein Iman steigt, nimmt zu. Nein, das ist eine Bewegung. Das ist eine Bewegung. Das ist diese Regel in Bezug auf Al-Qadr. Du sollst dich bewegen im Bereich von was du willst. Weil du siehst, das Shayatin von Menschen und anderen Arten von Shayatin, sie bewegen sich im Bereich der Irre. Allah subhanahu wa ta'ala, er macht ihren Augen zu. Deshalb die Ayat, die kommen, reden über diese Strafe. Man sieht nicht, hört nicht, fühlt nichts. Man redet auch nicht Al-Khair. Ist umgefasst mit Al-Batil. Möge Allah uns bewahren. Deshalb, wenn du dich bewegst in Bezug auf Al-Iman, kommt Al-Iman. Du fängst mit 2 Raka'a, Allah führt dich zum 4, zum 8, zum 10, zum 12, zum 13. Du machst Al-Dhikr mit Al-Tisbih, Allah führt dich zum Al-Hamd und Al-Takbir. Du beginnst Al-Ilm zu studieren, und du willst wissen und du willst die Bedeutungen haben. Allah subhanahu wa ta'ala öffnet für dich die Türen der Bedeutungen. Und bei jeder, in Sadaqa, in Al-Hajj, bei jeder Tat,
zahlt es ein Regel und er lässt sie in ihrer Auflehnung umher irren. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Dieser Verb medda. Deshalb, wenn er Tajweed liest, al-med. Al-med ist eine Sache, die dauernd. Das ist, bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala, das ist wie eine Seile. Er gibt ihnen diese med. Die bleiben in dieser Lage. Die bleiben in dieser Lage. Ohne Ende. Ula'ika. Das sind diejenigen. Ula'ika. Ula'ika ist ein Ism Ishara. Das ist wie Herde, dies auf Deutsch, dies, das. Du winkst mit deiner Hand zu einer Sache. Du sagst, das ist ein Buch. Aber du siehst das Buch. Das ist ein Buch. Aber hier Ula'i. Ula'ika. Wenn du siehst Ula'ika, am Ende ein Kaf, das bedeutet, Allah redet mit einer Person. Die Ansprache geht zum Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Manchmal, du liest Ula'ikum. Allah redet mit Plural, mit vielen Leuten. Ula'iki, du redest mit einer Frau. Ula'ikuma, du redest mit zwei Leuten. Ula'ikunna, du redest mit vielen Frauen. Ula'ika. Ula'i, das ist Ism Ishara, weist auf eine Sache, die Wahrheit ist. In ersten Durus von Surat al-Baqarah kam auch Ula'ik. Ula'ika ala hudam min Rabbihim. Ula'ika sind auf in Rechtleitung und in Herrn. Aber diese Weite ist diese Weite von hoch, diese Stufungen. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt, dass diese Mu'minin sind hoch. Aber hier, Ula'ika, die sind niedrig. Die sind tief niedrig in Al-Batil. Das sind diejenigen, die das Ergehen um die Rechtleitung erkauft haben. Das haben wir schon erklärt. Doch hat ihr Handel keinen Gewinn gebracht. Und sie sind nicht rechtgeleitet. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Das bedeutet, ihren Handel hat keinen Gewinn. Weil wie kann ein Handel Gewinn haben, wenn jemand den Iman gibt und er nimmt die Irre? Aber schau mal die Leute, die in der Geschichte, jede Zeit, die Leute, die kämpfen und die geben wirklich al-Iman. Und sie, damit Al-Batil hoch wird, damit Al-Batil bleibt, damit Al-Batil herrscht. Das sind diese Leute, ihren Handel hat keinen Gewinn. Es bedeutet, dass derjenige, der Al-Iman sucht, sein Handel ist erfolgreich. Das ist wahrer Handel. Das ist Handel, der bleibt für ewig. Und sie sind nicht recht. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Und sie sind nicht recht geleitet. Warum? Weil sie wollten in dieser Irre bleiben. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum. Ihr Gleichnis. Also al-Amthal in al-Quran. Allah gibt Gleichnisse mit Sachen, die man sieht. Also materialischen Sachen, um Bedeutungen nachzubringen. Das ist die Weisheit von Al-Mathal. Al-Mathal ist ein Zweig von Al-Hikmah, der Weisheit. Das stammt von Al-Hikmah. Die Bedeutungen sieht man nicht mit Augen. Schwer, die Bedeutungen vorzustellen. Deshalb, die Bewegung des Gehirns im Bereich der Vorstellungen und Bedeutungen ist schwieriger als die Bewegung des Körpers. Deshalb das Nachdenken, wenig Leute denken nach. Die wenigen Menschen denken nach. Die wollen nicht nachdenken, weil sie kein Gehirn haben oder sie nicht intelligent sind, weil die Bewegung des Gehirns ist schwieriger. Deshalb, du siehst, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er gibt Gleichnisse, Amthal, um diese Bedeutungen nachzubringen. Prophet Slaslam auch. Ihr Gleichnis, ihr, diese Pronomen, bezieht sich auf diese Munafiqin. Allah gibt jetzt ein Beispiel, er zeigt richtig ein Bild, wie sie sind in der Realität. Ihr Gleichnis ist, dass jemand, كَمَثَلِ الَّذِي,
der ein Feuer anzündet. Nachdem es seine Umgebung erhellt hat, nimmt Allah ihr Licht weg und lässt sie in Finsternis zurück. Sie sehen nicht. Du siehst hier, es gibt am Anfang gibt's, am Ende gibt es Plural, am Anfang gibt es Singular. Allah redet über einen Mensch, aber am Ende, der sagt, er lässt sie im Finsternis zurück. Sie sehen nicht, Plural. Ich will euch erklären, warum. Der ein Feuer anzündet, das ist Al-Iman. Die lebt in Al-Medina. Al-Iman lief in Al-Medina. Al-Iman, er lief. Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist ein Licht. Sahaba sind auch Licht. Der Koran wurde gelesen, rezitiert in Al-Medina. Al-Wahi, die Offenbarung, wurde offenbart in Al-Medina. Das bedeutet, Al-Huda, die Rechtleitung, war anwesend in Al-Medina. Wo diese Leute, diese Heuchler gelebt haben. Der ein Feuer anzündet, also die haben Al-Iman gesehen, die haben Licht gesehen. Ja? Die haben Licht gesehen. Also manche von ihnen, die haben Licht gesehen, haben gewusst, das ist die Wahrheit. Nachdem es seine Umgebung erhellt hat, also Al-Iman war anwesend in Al-Medina, und er hat ein Nur. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ hat ein Licht erhellt, hat die Umgebung erhellt. Nimmt Allah ihr Licht weg. Schau mal, die haben den Iman gesehen, die haben gewusst, dass der Prophet ein wahrer Prophet ist. Und die haben den Weg gesehen, aber sie haben es nicht akzeptiert. Allah hat gewusst, was in Herzen sind. Die haben einen Hass gegenüber dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben einen Hass gegen das Sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr Licht weg. Weg. Auch diese, was sie gespürt haben, es war weg. Und lässt sie, also hier kommt ein Plural, damit man nicht versteht, dass es Ausnahmen gibt. Es gibt keine Ausnahmen. Alle Munafiqin. Allah hat Licht von allen Munafiqin genommen und lässt sie in Finsternis zurück. Sie sehen nicht. Also die sehen mit ihren Augen die Bäume, sie sehen den Himmel, die sehen Erde, sie sehen die Menschen. Aber hier, Allah redet über eine andere Art. Die sehen es, das Al-Basira. Es gibt Al-Basar. Es gibt das Sehen von Al-Basar, das mit Augen, und das Sehen von Al-Basira. Was ist der Unterschied zwischen Al-Basar und Al-Basira? Die beiden stammen von demselben Stoff, aber du siehst, dass es gibt eine Regel, je mehr die Buchstaben mehr werden, desto die Bedeutungen werden mehr. Zum Beispiel, Alim, du sagst, Alim ist ein Wissender. Allama, du hast ein Lam hinzugefügt, bedeutet, jemand hat mehr Wissen als Alim. Jabbar, Allah ist Al-Jabbar, kommt von Jabir, jemand der stark. Al-Jabbar, das ist Ersteigungsform. Hier, Al-Basar, das ist das Sehen mit Auge. Auge sieht nur Material. Du weißt nicht genau, du greifst nicht die vollkommene Bedeutung von was du siehst. Aber Al-Basira, das ist das Sehen vom Herz und Seele. Das ist, du siehst Al-Iman mit deiner Seele, mit deinem Herz. Diese Al-Basira haben sie nicht mehr. Die haben kein Licht mehr. Al-Iman kommt, um Al-Basira zu erhellen, zu erleuchten. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala diese Licht weggemacht hat, Al-Basira ist schwarz. Die sehen mit Augen, aber Al-Basira ist nicht mehr, kann nicht mehr sehen. Der hat kein Licht. Deshalb habe ich gesagt, dass das heißt nicht, wenn die Menschen sich bewegen, dass sie lebendig sind. Nein. Das ist genau wie Al-Basar und Al-Basira. Deshalb, du siehst, das ist die Strafe. Allah lässt sie in Finsternis zurück. Sie sehen nichts. Schau mal hier. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarjum. Das ist ein schreckliches Bild hier. Schau mal, jemand ist in Dunkelheit. Das Problem, er ist in der Dunkelheit, aber taub. Er hört nicht. Stumm. Er redet, kann nicht reden. Kann nicht sagen, oh, helfe, helft mir. Und blind, kann nicht sehen. Könnt ihr das vorstellen? Jemand, der hört nicht, redet nicht, sieht nicht und er ist in der Dunkelheit.
so werden sie nicht umkehren. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Allah hat gewusst, dass diese Leute, die werden nicht umkehren zu diesem Licht vorbei. Allah redet hier über eine Kategorie von dieser Munafiqin. Die kommen nicht zurück. Taub, Sum, auch sie hören mit Ohren die Ayat, aber sie bekommen keinen Nutze. Also dieses Licht kommt nicht rein. Es gibt kein Licht. Die hört die Ayat. Er kommt nicht rein. Allah, ich werde ein Video in meinem Kanal posten, inshallah, von Taha Uthman, der den Koran geschrieben hat, Mus'haf. Also alle Masahif, was er liest, jetzt die Masahif, er hat es geschrieben. Die meisten Masahif hat er geschrieben, bis jetzt arbeitet er. Und er hat ihnen ein Video gezeigt, die haben ihn gefragt, was ist das Seltsame, was du erlebt hast. Er saß einmal in seinem Ort, wo er arbeitet, mit Sheikh Hudhayfi zusammen, der war der Führer von diesem Projekt. Und sein Stift, womit er Al-Mus'haf schreibt, er wollte nicht schreiben. Und dieser Stift ist in Ordnung. Also es gibt alles. Es wollte nicht schreiben. Dann hat er gesagt, ah, subhanallah, ich habe vergessen. Ich habe kein Wudu. Er stand auf, hat Al-Wudu genommen. Er kam zurück. Der Stift hat geschrieben, subhanallah, wallahi. Deshalb, Al-Quran hat ein Licht. Deshalb, sie hören das nicht. Von Hören kommt nichts rein. Stumm. Die sprechen nicht Al-Khair. Weil Al-Bathira ist, sieht nicht Licht. Deshalb, die können nicht Al-Khair. Deshalb, die Leute, die nicht Al-Khair reden können, es bedeutet, dass sie in Finsternis sind. Auch ein Teil Finsternis. Es Leute, die können nicht Al-Khair sagen. Die kann sein, dass er 2-3 Sätze am Tag gut redet. Aber er redet nur negativ. Und das ist nicht schön. Das bedeutet, das ist ein Mangel an diesem Licht. Stumm und blind. Er sieht nicht. Er sieht die Rechtleitung nicht. So werden sie nicht umkehren. Das ist ein schreckliches Bild. Also wenn du allein sitzt und du liest, schau mal jemand, der blind und er hört nicht, er sieht nicht, er kann nicht reden. Das ist schrecklich, das ist schrecklich. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو kommt hier oder das Ende. Das haben die Gelehrten sagen, das ist eine andere Kategorie kommt jetzt von Munafiqin. Manche sagen nein, das ist, die beiden sind gleich. Oder es ist wie ein Gewitterregen, der vom Himmel niedergeht, voller Finsternis, Donner und Blitz. Sie stecken sich die Finger in die Ohren vor den Donnerschlägen, um dem Tod zu entfliehen. Doch Allah umfasst die Ungläubigen. أو كصيب, es ist wie ein Gewitterregen. Das sind alle diese Gewitterregen. Es bedeutet, das sind die Ayat, die warnen. Die Ayat, die warnen. Zawajir. Al-Quran, wenn du Al-Quran liest, es gibt, Al-Quran lässt dein Herz entweder mit Hoffnung sich bewegen oder mit Angst. Es gibt Ayat, die verursachen in deinem Herz Liebe und Hoffnung. Manche anderen Ayat, sie verursachen in deinem Herz Angst, Furcht. Ayat, die reden über Jahannam. Die reden über die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Namen von Al-Jalal, Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Aziz, Mutakabbir. Diese Ayat sind Al-Zawajir. Deshalb, diese Munafiqin, wenn sie hören solche Ayat, die vom Himmel niedergeht, voller Finsternis, Donner und Blitz, sie stecken sich die Finger in die Ohren vor dem Donnerschlägen. Die haben Angst. Die haben Angst vor dieser
vor dieser Zawajir, von dieser Ayat, um den Tod zu entfliehen, doch Allah umfasst die Ungläubigen, das werden wir nächstes Mal, inshallah, anfangen mit dieser Ayah. Wir erklären diese Ayah detailliert, machen wir weiter, inshallah. Deshalb, wir sollen Surat al-Baqarah lesen, nicht vergessen. Also jeden Tag lesen wir al-Baqarah. Wir lesen den gesamten Koran, aber man soll wirklich Zeit geben für Surat al-Baqarah, für Rezitation, die Bedeutungen, für Lernen, wenn man lernen kann. Also wenn man lernen kann, man soll Baqarah als ein Projekt des Lebens machen. Al-Baqarah als ein Projekt des Lebens. Man macht das Dua, Allah erleichtert al-Baqarah. Man lernt al-Baqarah. Und wenn du was lernst, versuche zwei Raka'at zu beten, Nacht, versuche mit, was du gelernt hast, zu lesen. Rezitiere die Ayat im Gebet. Und jeden Tag steigert das, bis du betest mit dem gesamten Baqarah. Ah, das ist das Ziel. Und du verstehst, was du sagst. Du holst diese Bedeutung, was wir sagen jetzt, und du rezitierst langsam. Alle diese Bedeutungen sollst du lernen. Also du schreibst das, du hörst nochmal, du schreibst die Bedeutung, was bedeutet das, was bedeutet das. Damit das Ziel ist, nicht, dass das Wissen bleibt in deinem Kopf, das Ziel ist, dass wenn du rezitierst, du verstehst, du kommst nahe zu Allah. Du lässt dich ermahnen. Du vertiefst dich in dieser Bedeutung von Al-Quran. Da bekommst du Al-Baraka von Surat Al-Baqarah. Deshalb, das ist unsere Halaqa für heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg geben in dem Verständnis von Al-Quran. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg geben in alle guten Angelegenheiten. Subhanakallahu wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته